Liebe Zuschauer, statistisch gesehen sitzt jeder Deutsche im Schnitt pro Tag 7,5 Stunden. Und das ist überhaupt nicht gesund. Ja, das hat weitreichende Folgen für die Gesundheit. Und deshalb macht die BKK Mobil Oil regelmäßig Gesundheitstage. Heute bei Mont Blanc. Und da kann man tolle Sachen machen. Cardio-Check, Muskeltonusmessung, Stressmessung. Und da bin ich sehr gespannt, ein Smoothie-Bike. Das schauen wir uns jetzt an. Gesundheitstag, das ist ja nicht nur für die Mitarbeiter was sehr Schönes, ne? Absolut. Zunächst einmal profitieren natürlich die Mitarbeiter von diesen Maßnahmen, die wir hier durchführen. Aber ganz klar, wenn ich als Arbeitgeber meinen Mitarbeiter gesundheitsförderliche Situationen erstmal schaffe, dann profitiert das auch das Unternehmen von gesünderen und damit auch leistungsfähigeren Mitarbeitern. Wir haben heute bei diesem kleinen Gesundheitstag bei der Firma Mont Blanc ganz unterschiedliche Dinge geplant. Zunächst einmal 3 verschiedene Screenings. Auf der einen Seite zum Thema Muskelverspannung im Nacken-Schulterbereich, dann zum Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen und zum Thema Stressmanagement. Mhm. Und das Wichtige ist, dass die Mitarbeiter dann auch direkte Handlungsempfehlungen bekommen, was sie tun können, um die Werte zu verbessern. Nämlich beispielsweise an Schnupperkursen teilzunehmen, die heute auch stattfinden. Also was muss ein guter Arbeitgeber machen, um seine Mitarbeiter gesund zu halten? Ich glaube, wichtig ist, dass es eben nicht nur der Gesundheitstag ist oder nicht nur der Präventionskurs, sondern dass man immer auch neben den verhaltensorientierten Maßnahmen auch die Verhältnisse im Blick hat, also Arbeitsbedingungen gesundheitsförderlich gestaltet. Es ist wichtig, dass Arbeitgeber zunächst erstmal schauen, wo ist denn Handlungsbedarf, um dann unterschiedlichste Kurse, Seminare, Workshops zu den verschiedenen Themenfeldern anzubieten. Ganz toll. Finde ich als Gesundheitsexperte natürlich hervorragend. Sport, genau mein Ding, das fehlt doch noch. Der Gesundheitstag ist schließlich noch nicht zu Ende. Und während wir hier was für unsere Nackenmuskulatur machen, oder? Können Sie sich ja schon mal überlegen, was denn Ihr Arbeitgeber vielleicht für Ihre Gesundheit tun kann. Und 1 und 800 und 799 und 798.